gibt es eine einfache Möglichkeit, einen Kater zu verhindern. Im Jahr 2013 kündigten chinesische Forscher einen Durchbruch bei der Behandlung von Kater an, der Kopfschmerzen und Übelkeit hervorruft, wenn zu viel getrunken wird. Wissenschaftler der Sun Yat-sen Universität in Guangzhou untersuchten, wie der Körper Alkohol umsetzt, und suchten nach einem Gegenmittel gegen Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen. Bei der Analyse von 57 verschiedenen Getränken, von Kräutertees bis zu kohlensäurehaltigen Getränken, wurde festgestellt, dass das Limonen-Zitronen-Erfrischungsgetränk Sprite die Exposition des Körpers gegenüber Acetaldehyd, einem Nebenprodukt des Stoffwechselprozesses, der Alkohol abbaut, verkürzt. Acetaldehyd-Exposition ist das, was dieser unangenehmen Morgen nach Unbehagen verursacht. Ein Toast auf Sprite. Nachdem Sie zu viel getrunken haben, springt der Körper in Aktion, um das von Ihnen verbrauchte Ethanol abzubauen. Tatsächlich verlängern Kräutertees die Katerwirkung, stellten die Forscher fest, aber Sprite beschleunigt den Prozess. Die Schmerzen und Beschwerden bei einem Kater beruhen nicht auf Alkohol, sondern auf dem Versuch des Körpers, ihn abzubauen. Diejenigen, die die Theorie des Haares des Hundes anwenden, DH-Alkohol am Morgen danach, verlängern den Prozess nur. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Food und Funktion der Royal Society of Chemistry veröffentlicht.